Upsala. Das war da. Doch ein bisschen hoch hier. Ja, schaffen wir. Ja, da hatten wir nicht mal Tiefschnee. Du bist doch fertig, ey. Upsala, das habe ich jetzt doch ein wenig unterschätzt. Kamera aus. Ich muss gucken, wie ich hier nochmal rauskomme. Oh lala. Oleg. Himmel. Was? Wie Marienkäfer. Weiter geht's. Kamera aus. Meld mich gleich nochmal. Montag, der 1. Januar 2024, ein frohes neues Jahr vom Feldberg. Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier Winter. Wir sind heute Morgen vom Schluchsee hingefahren. Am Schluchsee liegt kaum Schnee, aber kaum 10 Kilometer weiter hier oben, auf der höchsten Hebung vom Schwarzwald, ist richtiger Winter. Wunderschön. Es ist jetzt gerade trocken. Ja, wir machen jetzt hier so einen kleinen Feldbergsteig. Ob wir die Runde ganz laufen, weiß ich noch nicht. Wir sind auf jeden Fall mal losgelaufen. Es ist richtig Winter hier. Wunderschön. Es hat auch gerade aufgehört zu schneien. Richtige Winterlandschaft. Man muss nur aufpassen, wo man geht, weil der Schnee ist teilweise schon sehr hoch und es sind auch noch nicht so viele Fußspuren hier. Herrlich. Mit so viel Schnee hätte ich jetzt hier oben gar nicht gerechnet. Gut, wir gehen jetzt mal ein Stück weiter und ich melde mich ganz bestimmt nochmal. Ist das gerade ein bisschen Matschpassage, weil hier ein Bach runterläuft. Ja, da wird gleich wieder besser. Ja, jetzt ging es eine ganze Weile bergab. Da müssen wir natürlich schon nachher auch wieder bergauf laufen. Hier sind wir jetzt am Feldbergsee. Ja, der ist teilweise zugefroren. Gut, wir haben jetzt den Steig verlassen. Weil wir machen hier noch eine kleine Extra-Runde um den See rum. Aber in etwa einem Kilometer kommen wir wie auf den Original-Feldbergsteig. Hier ist auch direkt weniger Betrieb, muss ich feststellen. Kilometer 3 hier am Feldbergsee. Man muss öfters über umgestürzte Bäume klettern, aber im Moment sind hier keine Menschen unterwegs. Die meisten gehen wahrscheinlich den Originalweg. Ja, und hier mal noch eine kleine Extraschleife. Sehr schön hier, auch im Winter. Ich muss
da sagen, wenn so Schnee liegt hier, solche unberührte Schneeflächen für durchzulaufen hier. Dann gefällt mir auch der Winter, aber wenn es so nass, matschig ist, dann gefällt mir gar nicht. Und hier ist jetzt richtig schön. Schöne Runde. Wir wollten ursprünglich einen anderen Weg laufen, aber ich bin froh, dass ich mich doch noch hierfür entschieden habe. Weiter geht's. Jetzt kommt gerade eine dicke Schneeschauer runter. Ja, hier führt der Weg jetzt mitten durch die Wiese, die Weide. Ihr seid aber hübsch. Wie geht's euch hier im Schnee? Gut? Ja. Schneit doch, aber ihr habt ja gutes Fell. Gell? Ja. Guten Morgen. Die Tour liegt links von dir in 50 Metern. Weiter geht's. Ja, schnell kommen wir heute nicht voran, aber das macht nichts. Es ist halt eben sehr viel Schnee. Wir sind jetzt ungefähr bei Kilometer 5. Heißt also ungefähr die Hälfte von unserer Runde. Aber Janine kriegt ja schon Angst ein bisschen, weil ich auch gesagt habe, geht irgendwann nochmal bergauf. Wir sind bis jetzt nur bergab gelaufen und flach. Wir müssen auf jeden Fall noch hochlaufen. Aber es wird nicht so steil sein. Sehr schön hier. Hier scheint sogar fast die Sonne. Ja, unten im Tal ist gar nicht viel Schnee. Ja, da geht es jetzt schon eine ganze Weile berghoch, aber nicht steil. Schön gemütlich den Berg hinauf. Ja, Kilometer 8, es geht immer noch bergauf und der Schnee wird schon wieder viel mehr. Ganz da unten die Hütte, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sehen kann. Da waren wir eben noch. Heißt, wir sind ganz schön bergauf gelaufen. Du warst sehr tapfer. Ich bin stolz auf dich. Wirklich jetzt. Guck nicht. Ja, wirklich jetzt. Ging jetzt wirklich eine ganze Weile bergauf. Dafür hat man hier eine schöne Sicht. Wunderschön. So verschneite Bäume. Ach, herrlich. Da ist der Winter wirklich traumhaft schön.
Matsch mag ich gar nicht, aber so herrlich. Weiter geht's. Ist, glaube ich, nur noch einen guten Kilometer bis zurück zu unserem Ausgangspunkt. Hier ist sogar eine Langlaufloipe. Hier kommen vereinzelt mit Skien gefahren. Also mit so Langlaufskis. Schön. Sehr schön hier. Hat's gelohnt. Ja, da sind wir jetzt nach knapp 10 Kilometern zurück. Gleich beim Auto. Kleines Stück ist noch hier den Weg runter. Das war jetzt wirklich eine sehr schöne Runde. Und mit so viel Schnee hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet. Traumhaft schöne Runde. Wunderbar. Wer weiß, ob nächstes Mal noch bei uns so viel Schnee kriegen. Das wird wahrscheinlich schon eine ganze Weile dauern, wenn überhaupt so viel Schnee. Gut, wir sind dann jetzt, wie gesagt, gleich zurück beim Parkplatz unten. Und dann fahren wir zurück nach Schluchsee. Jo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War aber ein Video der anderen Art. Schneevideos gab es da lange nicht mehr bei mir. Oder upsala, geht wieder Tiefschnee oder überhaupt noch keins. Ich weiß es gar nicht. Ja, ist mal was ganz anderes. So gefällt mir der Winter. Okay, dann auch in diesem Video würde ich natürlich sehr freuen über Likes und Kommentare. Da unten steht unser Auto. Da müssen wir jetzt noch hin. Ja, und dann geht es für uns noch runter nach Titisee, was essen. Hier oben war alles viel zu voll, hat man gar keine Chance gehabt. Tausende von Skifahrern, ja, nee, das war mir zu viel. Das ist wirklich hoher Schnee. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Martin. Tschüss hier vom Feldberg.